YouTube! Heute entführe ich euch in eine Welt des anderen Horrors. Nämlich, wir starten heute mit Quote, ein Horrorspiel, das im Gefängnis spielt. Und ich finde, das ist so ein Szenario, davon gibt es viel zu wenig. Horror in so einem richtig schönen, klassischen Gefängnis, zum Beispiel Alcatraz. Eigentlich der perfekte Schauplatz für Horror und übernatürliche Dinge. Ein Spiel fällt mir da ein. The Suffering. Und dann war es das auch schon. Welche Knast-Horror-Spiele kennt ihr da draußen? Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin sehr, sehr neugierig. Achtung, Vorsicht, Outlast spielt nicht in einem Gefängnis. Ja, also auch wenn es da vielleicht so ein paar Gefängniselemente gibt, ist es trotzdem kein klassisches Gefängnis. Ob nach Quote noch ein weiteres Indie-Horror-Spiel kommt, müsst ihr euch überraschen lassen. Das hier ist auch erst nur Episode 1. Das ist ein Spiel, das anscheinend episodenweise fortgesetzt wird, ist aber trotzdem in seinem Gesamten schon mal eine komplett abgeschlossene Episode und keine Demo oder irgendwas im Early Access Bereich. Wir starten durch, bewerten, kommentieren mit Hashtag Knasthorror. Schreibt es in die Kommentare, ich bin neugierig. Eure Empfehlung, auf geht's! I'm tired. It's already lunchtime. Time to go home. Perfektes Voice-Acting. So rede ich auch immer. Ich bin müde. Gibt ja auch schon bald Mittagessen. Gehen wir mal nach Hause. Also die Entwickler wissen einfach, wie mein Leben ist. Als würden sie es perfekt einfangen. Und dann regnet's plötzlich tote Vögel. Tauben. Gott, ich fühle mich wie Truman. Die wissen genau, wie mein Alltag abläuft. Mittagessen und Vogelregen. Gemischt mit Steinen. Das ist Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. What was that nightmare? Okay. I'll go pour myself some coffee. Der Typ ist starker Raucher, ja? Das ist ja auch noch eine andere Zeit. So, wir haben Aufgaben auf Tab. Und zwar trinke etwas Kaffee. Hey, Danny. Alles cool? Ja, halt die Ohren steif. Der Boden ist so ein bisschen grünlich. Ist das hier so Green Mile-mäßig der Todestrakt? Sind das die Männer, die grüne Meile spazieren müssen? Okay, hier ist zu. Johnson? Guck mich nicht so blöd an, Johnson, ja? Morgen bist du fällig. Der Governor hat deinen Antrag abgelehnt. Der Stuhl wartet auf dich, Johnson. Der Stuhl. Telefon. Geht mich aber nichts an, oder? Hello, ladies. Uiuiui. Ho, ho, ho. Das waren damals wirklich freche Bilder. Zur damaligen Zeit war das eigentlich schon, man kann sagen, Pornografie. So, machen wir mal schön den Kaffee warm. Vielleicht noch einen abseilen gehen. Oh, ey, das Spiel sieht aber echt schön aus, ne? Ist mal was völlig anderes. Guck mal, man sieht sogar den Schirm der Mütze. Was für ein cooles kleines Detail. Krieg ich Knarren? Mach mal das Radio aus. Ich krieg schon wieder Panik, dass da irgendwie Lizenzmusik mit drin ist. Fischers Papier. Fischer, ihr Spind bekommt ab dem 18. September einen neuen Zugangscode. Ich lass ihn in der rechten Schublade des Schreibtisches liegen. Aha. In der rechten Schublade. Huh. Im Schreibtisch. Jetzt sag nicht, du ballerst dir diesen glühend heißen Kaffee direkt in die Fresse. Alter, bist du ein crazy Mother F. Warten Sie bis 21 Uhr. Weiß jemand, wie spät es ist? Haben wir hier eine Uhr? Kann ich hier ein bisschen boxen? Mit meinem Gesicht. Ich trainiere mit meinem Gesicht. Ich bin Gesichtsboxer. Professioneller. Ich bin harter Mann. Ja, okay. Deswegen träume ich auch so merkwürdig. Oh, guck mal, hier sind Handschuhe. Wäre cool, wenn man die nehmen könnte. Yo, Fischer, trainierst du wieder mit deinem Gesicht boxen? Ja. Früher war ich mal hübsch. Vielleicht doch der Gouverneur. Vielleicht wird einer von euch doch überleben, Jungs, ha? Warte mal, warum ist seine Zelle offen? Okay, gehen wir mal ran.
how are you there? Yeah, everything's fine. What happened? There was an earthquake. It's all unusual. Yeah, some nonsense. Well, don't you distract me. Okay, es gab ein Erdbeben. Jetzt weiß ich auch, warum seine Stimme so kaputt ist. Weil er sich halt jedes Mal so einen Brühkaffee irgendwie in die Kehle klöppelt. Und klar, da hätte ich auch eine Stimme, die total tot wäre. Die Wäscherei. Execution Chamber. Ich sag ja, ich bin hier anscheinend irgendwie im Todestrakt. The Green Mile. Wo ist John Coffey? Hier fehlt doch einer. Irgendjemand pennt hier. Ey, Spadicey! Yo! Den hat's umgehauen. Der schläft wie ein Stein. So, es ist 9 Uhr. Was haben wir hier? Bericht 17. September. Bericht von gestern, alles reibungslos verlaufen. Was haben wir hier? I'll wait until 9 o'clock. Warten Sie bis 21 Uhr. 1928. Na gut, das heißt ja nichts. Ich habe keine Ahnung. Steht hier irgendwo ein Datum, in welchem Jahr wir uns befinden? Hier steht nur September. 1932. Ah. Okay, dann machen wir mal hier Protokoll. Alright, let's get this over with. So, was haben wir hier? Wie mache ich denn Protokoll hier? Mich hinsetzen? Oder ist er schon fertig? Achso, ich soll markieren, wer alles da ist. Also, schauen wir mal rein. Looks like Matthew's reading. Matthew. So. Cameron's writing poetry again. Mr. Goldman. So. Tristan, calm down already. Stop walking around. Ich hab dir gesagt, der Governor hat abgelehnt. Morgen grillst du, kleines Brathähnchen. So, wen haben wir hier? Kevin's resting on the bed. Everything's okay. At least he's sleeping. Was mit ihm hier? He got transferred to isolation for that freak out earlier. Und wer ist das? So. Was mit dem hier? Einer fehlt ja, ne? Oder bin ich durch? Ha. Der ist rausgekommen. William. Aber hier kann ich ja nichts markieren oder so. Warum bin ich eigentlich durch? Ah, hier ist die Isolationszelle. Zwei Lichter. Oh Gott! What an idiot! It's right that they locked them in there. Alright, everyone's marked. Looks like it's ready. So, dafür hast du jetzt kein Licht mehr, Kumpel. Für dich gibt's kein Licht mehr. Ganz schön hier in der Dunkelheit versauert. Gott! Wo kam der denn jetzt her? Und wo bin ich denn jetzt? What the hell? What happened? Oh, no. I need to get out of here. Ich glaube, ich bin auf dem Stuhl, ha? Huh? Okay, das Ding ist nicht sonderlich gut gesichert. Entweder habe ich die Macht des Brühkaffees oder... Das Ding ist einfach nur Schrott. Telefon. Funktioniert im Moment nicht. Großartig. Wo ist meine Ausrüstung? Ich werde doch sowas wie eine Knarre haben. Meine Emergency Flashlight? Need to get to Block D. Boah, für so ein kleines Indie-Game ist das schon irgendwie alles wieder sexy, ne? Huh.
I don't have the keys. The spares were in my locker. Ja, und wie ist das Passwort? Wissen wir nicht. I don't have the keys. The spares were in my locker. Ach, hier komme ich raus, oder was? Oh, Vorsicht, Alter. Jetzt schlitzt dich aber nicht auf, ne? Das ist richtig auf Sackhöhe. Eieieiei. Das ist so krank eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ist ja heute noch so, dass du wirklich dabei zusehen kannst, wie jemand gebrutzelt wird. Die Todesstrafe. Someone's coming! No, no! Phillips, are you okay? Phillips! What happened? No. He seems off. Okay, der Typ hat irgendwie einen Nervenzusammenbruch. Seems like the aftermath of the earthquake. I need to contact Block D. Yo, Phillips, jetzt reiß dich mal zusammen. Was ist das für ein Zettel? Irgendwas? Irgendeine Karte oder sowas liegt da rum. Ich hab ein kleines bisschen... Okay. Damn it. No connection. We need to try the Morse code device. Maybe it's still functional. I don't have the keys. The spares were in my locker. Block E. Kann ich die Taschenlampe nochmal laden? Was Spannendes hier drin. Sieht aus, als wäre der Kanister vielleicht irgendwann wichtig. Was zum Geier? What is going on? What? Wow. Alter, was zur Hölle geht hier ab? Wir sind doch im Jahr 1932, oder liege ich da komplett falsch? Was soll ich denn schicken? Wo ist das H? Achso, ich hab... warte mal. C? Hab ich zu... Ich muss kurz. Achso. Achso, da oben steht's. Ich wollte jetzt einfach... L? B. Let's try to contact Block D. Nichts, oder was? Ach, jetzt bekomme ich eine Nachricht. Alright. B. Kurz. Okay, Moment. Was? Achso. Lang, kurz, kurz. Ist ein O? Nee. Wo ist denn hier lang, kurz, kurz? Lang, kurz, kurz. N ist es nicht. B, L? Wird noch... Bin ich jetzt bescheuert? Ich hatte doch hier noch lang, kurz, kurz. Be right back. Ich find's gerade echt nicht. Ah, hier. Nee, das ist lang, lang, kurz, kurz. Da. Dreimal lang.
dreimal lang. M. Zweimal lang. Irgendwie bin ich blind. Der Chat so, oh, da war's doch. Lang, lang, lang. Wo ist... Ah. Lang, lang, lang. Lang. Kurz, kurz, lang. Lang, kurz, kurz, lang. Moment. Aha. Lang, kurz. Ach nee, lang, kurz. Nur lang, kurz. Hab den Strich nicht gesehen. Konzentration ist mal wieder am Start. So. Dann kurz, lang. Dann doppel, kurz. Dann nochmal ein N. Dann kurz, lang, lang. Kurz, lang, lang. Wo war kurz, lang, lang? Warte. Wo bin ich jetzt? Was habe ich jetzt zuletzt? Ein I. Ach nee. Kurz, lang, kurz. So rum. Kurz, lang, kurz. Kurz, lang, kurz hatten wir jetzt. Dann kurz, lang, lang. W. Dann viermal kurz. H. Dann dreimal lang. Dreimal lang ist O. Und dann kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang ist... U. Great. Block these responding. The ask who's calling. Okay, Fischer. Moment, das ist... Alter, das ist ja hier richtig... Ich muss richtig abgehen. Es ist... Dann H... Dann E ist... Dann R ist... Dann B... Dann L... O. Was war das denn eben gerade? Irgendwas hat geklopft. Dann K. Ups. Und nochmal ein E. Und was ist mit den Leichen da drüben? Alright. T. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. U. Kurz, lang, kurz. Kurz, lang, kurz. Dann lang, kurz. Lang, kurz war wo? N. Dann lang, lang, lang. Dreimal hintereinander. Lang, lang, lang. O. Dann lang, kurz. Lang, kurz war... N. Dann E. Lang. Ne, kurz, lang, kurz, kurz. Kurz ist wieder E. Lang, kurz, lang, kurz. Boah, wo ist es denn? C. Dann einmal lang, einmal lang. W. T. Kurz, lang, kurz.
K. Nee, kurz, lang, kurz, so rum. R. Und dann nochmal lang, kurz, lang, lang. Lang, kurz, lang, lang. There's a backup power switch in the basement. Maybe he means that one. Boah, das war extrem langes, anstrengendes Morsen. Und warum hängen da irgendwelche Zombies? Kann ich da hin? Da war doch die Möglichkeit, an meinen Schlüssel zu kommen. Aber dein Spind ist doch hier drin, oder nicht? Sieht so aus, als würden die ausgesaugt werden und daraus wird, keine Ahnung, Sprit hergestellt. Aber hier unten sieht es auch ein bisschen okkult aus. Okay, kommen wir hier durch? I don't have the keys. The spares were in my locker. Ja, aber das. Unsere nächste Mission. Schalte den Strom ein. Phillips? Was war das für ein Geräusch? Scheiße, der ist weg. Ja, und hier ist eingekracht. Phillips! Da liegt irgendwas. I don't have the keys. The spares were in my locker. Okay, dann schauen wir mal, ob wir jetzt an den Spind ran können. Weil der ist auf jeden Fall hier. I don't have the keys. The spares were in my locker. Okay, komme ich vielleicht über eine Zelle da irgendwie hin? You need a screwdriver to open it. Ein Screwdriver. You need a screwdriver to open it. Okay, wo bekomme ich einen Screwdriver her? Ich habe keine Ahnung. Ist hier vielleicht irgendwo ein Screwdriver drin? Nö. Was hier drin, was ich nutzen kann? Eben gerade ist doch irgendwas runtergefallen. Wir haben doch irgendwas klackern gehört. Aber ich habe keine Ahnung, was da geklackert hat. No idea. Mir wird halt auch immer noch die Tür hier angezeigt. Das Regal? Nee, das war ja schon kaputt. Na, immer noch alles tot. I don't have the keys. The spares were in my locker. Also hier ist irgendwie nichts. Das haben wir aber auch schon durchsucht, oder? Es scheint der neue Zugangscode für meinen Spind zu sein. Okay, ich werde ihn nach dem Wechsel verwenden. 39178. Ja, aber wie komme ich an den Spind? Wie komme ich an den Spind? Ist das ein Screwdriver? Ist einer. Okay. Okay, aber sonst ist hier nichts mehr drin. Und wer wollte nochmal hier das da? Ja gut, dann legen wir mal los. Zack. Zack. Oh nein, Schieberätsel. Was muss ich machen? Ach, das geht nur nach unten. Das geht nur rüber. Aha. Das geht nur hoch. Okay, warte, dann muss das hier hin. Alright, das war ja gar nicht so schwer. Und ich dachte schon, wir hätten jetzt hier das Rätsel des Jahrhunderts. Aber ich komme immer noch nicht an meinen Spind. Und das sind immer noch Zombies, die ausgesaugt werden von irgendwelchen Hightech-Aliens.
Verdammt, Fischer, du bist echt scheiße kreativ. Run. Run, 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 run. Get away. Was ist das hier? Was ist das für Geräusche? Oh Gott! Alter, leck mich am Ärmel, hab ich mich eben erschrocken und bin zusammengezuckt. Okay, das klingt irgendwie nach Alien-Technologie. Also hier waren schon auf jeden Fall irgendwelche Knastis drin. Oh mein Gott! Was war das denn? Fischer? Okay, das führt mich aber auch nur wieder raus. Vielleicht mal gucken, ob wir irgendwie zu meinem Spind kommen. Weil das sind die anderen Zellen. Da drüben hängen die Zombies. Paul. Ne, hier geht's nicht weiter. Also schauen wir uns mal die andere Seite an. Vielleicht kann ich mich da irgendwie zu meinen Schlüsseln durchbewegen. Toll, hier kommst du nicht weg. Leider kann ich springen. Er kann zwar ultra krass hier durch irgendwelche Schächte flutschen, aber springen... kann er leider nicht. Was war das für ein Knarzen eben? Okay, wir gehen da rein, wo wir reingegangen sind. Da raus? Da raus, wo wir reingegangen sind. Und ich wette, wenn ich diese Zelle hier öffne und da auch ein Schacht ist, dann kann ich da irgendwie durch. Let's go. Jetzt wahrscheinlich, die eine war super easy und die ist jetzt super schwer, was das Rätsel angeht. So. Runter. Rüber. Hoch. Ne, war auch nicht so schwer. So sind natürlich Zellen aufgebaut. Muss einfach nur so ein Schieberätsel lösen. Liebste Geliebte, meine Worte erreichen euch in diesem letzten Moment, während die Dunkelheit sich um mich herum schielt. Das Leben ist voller schwerer Entscheidungen und auch ich bin meiner Anteil nicht entkommen. Ich hoffe, dass ihr beim Lesen dieser Zeilen die Kraft finden könnt, zu vergeben. Seid stark, auch wenn ich gehen muss. Die Zeit wird Wunden heilen und ich wünsche euch Glück. Danke für die Momente, die wir zusammen verbracht haben. Erinnert euch an mich, so wie ich in unseren besten Tagen war. Mit Liebe, Matthew Robinson. Also definitiv Todestrakt hier. So, jetzt kommen wir aber höchstwahrscheinlich endlich mal zu meinem Spind. Hey! Hey, hey, warte! Ach, Kacke, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. Und hier ist alles verrammelt. Brief an die Verwandte. Liebe, in diesen herausfordernden Tagen spüre ich eure Unterstützung und das bedeutet mir sehr viel. Das Leben im Gefängnis ist ein harter Prüfstein, aber ich habe die Hoffnung auf Freiheit nicht verloren. Wenn die Wachen nicht hinschauen, erwäge ich eine Flucht. Meine Freunde hier helfen mir und ich glaube, jeder verdient eine zweite Chance. Ich brauche eure Unterstützung, auch wenn sie riskant ist. Seid vorsichtig, aber denkt daran, Freiheit ist den Kampf wert. Vielleicht wird der nächste Brief, den ich schreibe, aus der Freiheit sein. Glaubt an mich, so wie ich an uns glaube. Cameron Goldman.
Ah, kann ich ja wieder nur hier rein, weil, wie gesagt, der kann ja nicht sprengen. Wir haben noch eine einzige letzte Luke, die wir ausprobieren können. Moment. Hier? Stimmt, hier. Und dann haben wir die Zelle noch. Da ist auch eine. Und da müssten wir ja eigentlich rein theoretisch weiterkommen, weil die ein bisschen hinten dran liegt. Let's do it. Alright. Hier hin. So. Hier hin. Hier und hier und hier. Und hier. Und durch. Und öffnen. Jetzt müsste ich hinter dem eingestürzten Teil sein. Ist ja voll das Labyrinth, hier durchzukommen. Glaube ich zumindest. Ja doch, hier ist es. Da ist es eingestürzt. Und jetzt sag mir bitte, dass ich endlich bei meinem Spind bin. Ah ja, mein Boxsack. Ich trainiere wieder mit meinem Gesicht. Robbie Fischer. 3. Wie bewege ich? 9. 1. 8. Bitteschön. Meine Schlüssel. Alter, du solltest dir definitiv eine Knarre schnappen. Der gelbe Schlüssel oder was? Boah, hier ist ja alles eine Animation. What? Der ist es nicht. Wo erkenne ich denn? Wo erkenne ich denn, welcher es ist? Der weiße? Jetzt kann ich hier alle durchtesten, oder wie? Der schwarze? Ich kann an dem Schloss ja nicht erkennen, welcher da passen könnte. Die ewig lange blaue. Die ewig lange blaue ist es. Zumindest mal für die Tür hier. No way. Nochmal der ewig lange blaue? Ich weiß es nicht. Ja, das ist der ewig lange blaue. Den Leichen geht's gut. Das wird definitiv ein anderer sein. Ich teste mal direkt den gelben. Ich habe mehr Glück. Natürlich nicht. Den grünen. Der kleine rote. Der kleine Stumpi. Oh mein... What the... Alter. Holy. Was ist mit dir denn passiert, Kollege? Okay, hier brauche ich einen Code. Alle sind irgendwie RIP. Mit Hightech-Waffen, ne? Also es sind definitiv irgendwelche Hightech-Waffen. Verdammte Aliens. Warte mal. Ne. Yes.
Genie bei der Arbeit. Hier ist alles geflutet. Here we go. Es ist mein einziger Traum, den verdammten Zaun endlich reparieren. I'm tired. It's already lunchtime. Time to go home. Dieser verdammte Zaun. Schaut euch mal an, wie riesig lang dieser Zaun ist. No, 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 no! Jane! 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 Maria! Jane! Ist es wirklich passiert? Jane! Du hast eine Axt. Als ob du... Als ob man die nicht einschlagen kann. Das soll wahrscheinlich symbolisieren, dass er halt durchgedreht ist. Mit den Flammen im Rauch. Keine Orientierung und alles, ne? Kurbel das Baby wieder auf. Still not working. Need to inform Block D. Oh nö, wieder Block D. Wir wissen, wie die drauf sind. Das sind so richtige Hallo-Trios. Phillips! Phillips, stop! Ach, Phillips, verdammt, hör auf mit den Leichen zu spielen. Phillips, Where did he go? Verfluchter Idiot. Phillips? Wo ist Phillips? Immer noch hier alles zugeschüttet. Hatte ich nicht irgendwo noch eine Tür, wo es hieß, ich brauche einen Schlüssel? Irgendwo hier in der Ecke, ne? Jetzt aber komm, irgendwann muss es ja mal der Gelbe sein. Hm. Storage Room. Der Weiße? Der Graue. Oder Schwarz. Da haben wir nur noch den Grünen. Was ist das hier für eine verrückte Werkstatt? Ha. Für den Knast schon merkwürdige Dinge, die hier drin rumstehen, oder? Oh, jetzt war ich hier überall. Ich muss wieder zurück an den Tisch. Den Grauen hatten wir noch nicht im Einsatz, ne? Oder war es der Weiße, den wir noch nicht hatten? Wir hatten jetzt Gelb, Grün... Okay. Das ist der Weiße für hier. Naja, wenigstens hängen die noch da. Okay. Äh.
Die Frage ist, mit wem schreibe ich da? Vielleicht ist es ja gar nicht ein Kollege. Zweimal kurz. Irgendwann kriegst du es Gott sei Dank angezeigt. Die Wäscherei? Die Wäscherei. So. Dann kurz, lang und zweimal kurz. Wo ist das denn wieder? Moment. Dann zweimal kurz. Dann zweimal kurz, lang. Lift wahrscheinlich, ja. Right. There's a service elevator in the laundry room. I can use it to get to Block D. Dankeschön, Boys. Dankeschön. Dafür brauche ich aber ein Passwort. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Access code lock. I need to find the code. Huh. I'll try through the ventilation. Okay, ich kann's gerade jetzt. Willst du durch die Lüftung versuchen? Durch welche Lüftung? Hier unten ist alles geflutet mit Wasser. Welche Lüftung? Den Weg zum Waschraum finden. Welche Lüftung, Alter? Die haben uns nämlich nirgendwo hingeführt. Hier ist noch eins. Kann ich aber nichts mitmachen. Hier waren wir schon überall. Wo hätten wir denn noch eine Lüftung? I have no idea. Und dann auch noch in die Richtung. Muss ja auch irgendwie Sinn ergeben. Hier sind nur irgendwelche Heizkörper, aber keine Lüftung. Phillips, nicht bewegen. Oh, Kumpel. Es sieht schmerzhaft aus. Okay, die einzige Lüftung, die wir haben, ist quasi hier. Versuchen wir es von der Seite hier. Schauen wir mal, ob da irgendwas ist. Hier ich wieder dieses komische Geräusch. Hat das was zu bedeuten? Hier, sind da Zahlen drauf. Ich brauche Zahlen. Oh, verflucht. Ich habe Hände gefunden. Was ist das für ein Ding? Dann ist irgend so eine Alien-Batterie. Augen 34. 52. Karte. Boah, ist das kryptisch. 52. 34. Was ist das? Das ist auf jeden Fall dasselbe. Haben wir nochmal so Augen? Haben wir noch. Also wir brauchen, glaube ich, 6 Zahlen, ne? Das andere war 3, 9. 1, 7, 8, das waren 5 Zahlen. Da hinten war da irgendwas noch? Das ist ein Morse-Code. Oh Gott.
5. Boah. Paul, wir haben hier 5-0 und dann glaube ich 3-8-0. Also ich glaube 5-0, 3-8-0. Zumindest klingt es so für mich. Komme ich gar nicht raus, weil ich die Zelle nicht geknackt habe. 5-0-3-8-0. Ich muss hier wieder ganz ans Ende durch. Aber ist das überhaupt für den Wäscheraum? Mal hier komme ich raus, oder? Ja. 50380. Ist es überhaupt für den Wäscheraum? Ist halt die große Frage. Oder ist das irgendein Spind hier hinten drin? Moment, wo geht's zum Spind? Hier, doch. Security Room. Ist hier ein Paul? Ja. Das wird er wohl sein. Meißner. Ja, dann versuchen wir es mal. 5 0 3 8. Oh, 0. Ja, war 380. Oh, es gibt nur ein Easter Egg da drin. Wilson! Es ist auf jeden Fall Green Mile hier, was sie einfangen wollten von der Atmo. Hier ist noch ein Schacht. Aber ob der mich dahin führt? Ich brauche unbedingt die Baupläne dieses Gefängnisses. Okay, robben wir hier mal durch. Ah ja. Dass der da so gut reinpasst, ne? Ich meine, ich bin ein schlanker Typ, aber ich glaube, selbst ich wäre zu fett dafür. Ich bin davon überzeugt, dass ich dafür zu fett wäre. Und dann auch noch bewegen und alles. Na gut. Let's do it. Wo bin ich jetzt? Ach, jetzt bin ich bei Philips. Was steht da drauf? 3-4. Oh, nö. Was waren die anderen? Boah, ich weiß es nicht mehr. 3-4, 5-2 und noch irgendwas. Jetzt will er haben, dass ich wieder zurückgehe. Das kann ich mir doch niemals merken. Fragezeichen. Das sind die Zellen, das ist der Wäscheraum. Fragezeichen, Fragezeichen. Also 3-4. Das andere kannst du nicht lesen. Du kannst auch nicht reinzoomen. 3-4. Alright, 3-4. 3-4, 5-2, irgend sowas in die Richtung. Gott sei Dank habe ich heute Morgen mich eingebuttert. Meine Frau sagte noch zu mir, was machst du da? Und ich so, ich butter heute mich mal komplett ein. Ja, und warum? Ich weiß nicht. Mein Gefühl sagt mir, Robbie Fischer, heute solltest du komplett eingebuttert zur Arbeit gehen. Es wird dir vielleicht das Leben retten. Tja, Robbie Fischer hatte recht. Er hat es mit zwei dicken, 500 Gramm schweren Klötzen Butter sich eingerieben. Bam. Noch ein bisschen Gesichtsboxen. Irgendwas 3-4, 5-2. Haben es gleich.
Blut. Jede Menge Blut. So, 3-4 ist wahrscheinlich das erste. Gehen wir mal ran. 3. 4. Und dann glaube ich 5-2. Hm. Dann haben wir aber zu viel. Ah, natürlich. 5-2 ist das hintere. Ich meinte, es war 5-2. Und hier muss ich es erraten. Clever. Also ich hätte es auch unten lesen können, aber, ne? 3-4, 5-2 weiß ich noch. Und was zum Geier ist das hier? What the... What? To lower the elevator, I need to find this. Okay, Lagerraum. Und da ist so ein Ding. Wie kann ich das deaktivieren? Oh, Mr. Fischer. Alter, hast du keine Chance. Das Ding holt dich weg. Das Ding holt dich weg. Was läuft denn hier? Warum gibt es hier Alien-Hightech-Technologie? Ja, den Weg habe ich gefunden. Kann ich mich ducken? Ich kann nicht geduckt gehen. Kann ich den Wagen vielleicht irgendwie davor schieben? Nö. Ich hätte doch schon mal so ein Ventil irgendwo. Was ist mit dem hier? Kann ich das nicht einfach klauen? Stopp! Hm. Im Lagerraum. Warte, lass mich nachdenken. Lagerraum. Der war doch irgendwo da hinten. Wo ich aufgeschlossen habe. Hier irgendwo hinten war doch ein Lagerraum. Ist das hier der Lagerraum? Ja. Ach, das ist kaputt. Dreiecksventil. Ja, welches denn das richtige? Ah, ich kann es nicht mitnehmen, weil er die Mission noch nicht hat. Ätzend. Ganz schön ätzend, Alter. Ja, wie räume ich denn... Wie komme ich denn an dem Ding vorbei? Weil... Wenn ich jetzt hingehe, bin ich wieder RIP. Das frittiert mich ja direkt weg. Moment, wo war jetzt der... Der war hier unten. Ich müsste also irgendwas davor schieben. Ich müsste es irgendwie abblocken, abwehren. Kann man das umstupfen? Boah, es sendet auch noch so einen Impuls. Du bist direkt Matsch. Die Frage ist halt nur, wie triggert das Ding? Aber wenn ich rechtzeitig rauskomme, ist das irgendwie zeitgeschaltet? So, und jetzt warte ich mal hier. So, und jetzt ins Lagerraum. Und dann haben wir es endlich geschafft und kommen weg von hier, zumindest aus dem Block. Damn it, Phillips. Och, Phillips. What have you done? What the hell? Warum? Yes, this is what I need.
Geil, Mann. Philips hat sich erstmal das Hirn weggebügelt und ich habe aber wenigstens das Ventilrad. Oh, geht die noch? Oh, es ist nur eine Kugel drin. Gewesen anscheinend. Letzter Brief von Philips. Ich kann es nicht mehr ertragen. Es wird mich sowieso finden. Ich will nicht involviert sein. Es tut mir leid, dass ich geholfen habe, Goldmans Flucht zu organisieren. Ich wusste nicht, dass alles so enden würde. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Ich bin müde, leb wohl. Moment, Goldmans Flucht. Aber das ist doch hier nicht irgendwie einfach nur Goldman gewesen. Ist Goldman nicht da hinten? Ich traue mich irgendwie nicht so richtig. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich warte, bis es triggert. Und jetzt. Eins. Zwei und nochmal einen dritten Impuls. Und jetzt ist es wieder cool. Was los? Och nö, die Kette. Damn, the chain broke. Now I have to look for a chain too. Seems like Phillips has a bunch of stuff. Maybe I'll find a chain there. Bei Phillips. Kein Treibstoff. Ach, da kann ich irgendwas mit Treibstoff machen. Okay, ich soll an den Spind von Phillips. Ist das Treibstoff? Ha, ich wusste, dass dieser Kanister irgendeine Bedeutung hat. Ich wusste es all the time. Phillips. Na toll, das bringt mir nichts. Weil ich kein Passwort habe. Immer diese verdammten Passwörter. Irgendwas wird da unten angezeigt. Okay, muss ich jetzt irgendwas mit der Pumpanlage machen? Ah ne, das ist die Kette. Aber warte mal, wenn ich dem hier Saft gebe, dann müsst ihr doch eigentlich pumpen können. Alright. I've never been there. Maybe we can drain this water. Ja, machen wir doch gerade. Was ist das hier? Ein Atomschutzbunker? FBSI? 82541. Ja, aber... Ist das Philips? Nee. 82541. 82541. 82541. Das ist doch nicht Philips. Nehmen wir noch einen hier. Also einen Spind. 82541. 82541. Okay, was suchen wir es mal? 8, 2, 5, 4, 1 war seiner. Egghead. Ja, aber wo finde ich seins? Farben. Gemälde. Irgendwelche Bilder? Gibt es irgendwelche Zahlen auf Bildern? Wo hängen Bilder? Wo hängt irgendwas, was... Ah ja, die eine Zelle. Die eine Zelle. Goldman. Moment, Goldman war der... War das Goldman dann da drüben? Nee, das war nicht Goldman, aber der hat gezeichnet. Hier ist auf jeden Fall Kunst.
Das sind auch die Häftlinge. Wo hatten wir denn noch Kunst? Der war ein Künstler. Hatten wir nicht irgendwas hier in dem Bereich? Hier. Lady on Fire. Sunset. 9281. Oh Gott. Ja, oh nee, die haben alle was, oder wie? 2331. Der Laden fällt auseinander. 2331. 2331. 2331. Das muss es sein. Let's go. 2 3 3 noch eine 3 1. Yeah, baby. Ich wette, die anderen kann man auch alle öffnen mit Hinweisen. Der eine hatte so einen Ass drauf. Meißner. Mr. Super Ace. Der andere vielleicht irgendwie ein Box-Champion. Was weiß ich. Was weiß denn ich? Ja, alle wissen, ich bin dumm wie Bohnenstroh. Alright. Oh, ja super. Ja super, ich hoffe, ich hatte einen Checkpoint. Okay, ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Kette ran. Oh Gott, das Ding muss man noch rausziehen. Beeil dich, Alter, beeil dich. Kein Bock zu sterben. Oh, nice. Alter, die Beleuchtungseffekte und so, das ist schon alles sehr, sehr schnieke, ne? Und das Gerät und so, das sieht alles so extrem gut aus. Hallo? Ist da jemand? Alter, was geht denn da drin ab? What? Komm zu Daddy. Oh, yeah. Oh, jetzt, wo ich denke, ey, endlich geht's los, ist es over. Der gute alte Aaron Schulmann. Echt, die hatten einen Voice Actor? Ich hab gedacht, das wäre eine KI. Ich hätte gedacht, das wäre eine KI. Oh, jetzt müssen wir warten. Wir brauchen Episode 2. Ich will Episode 2. Ich will wissen, wie es weitergeht. So, Freunde, wir sehen uns wieder in Episode 2 und sehen uns jetzt gleich wieder im nächsten Spiel. Hashtag Episode 2, bitte. Mann, an sich coole Idee, cooles Konzept, könnte was werden. Episode 2 könnte richtig Bams. Ich mag das Setting, ich mag das Design, ich mag die Optik, auch wenn es wahrscheinlich auch alles Asset-Gram ist, Unreal 5 Engine, aber es ist schön. Es ist schön zusammengesetzt und unverbraucht. Das nächste Spiel, Ifu. Ich habe keine Ahnung, worum es bei Ifu geht. Ich weiß nicht mal, was Ifu bedeutet. Ihr könnt es jetzt gerne in die Kommentare schreiben und mich mal wieder belehren. Ich bin gespannt, was bedeutet Ifu? Lasst es mich wissen. Wir starten die Geschichte und legen los anscheinend mit Kapitel 1.
Alexander, hallo. Wir freuen uns, dass Sie sich bereit erklärt haben, zu unserer Familienfeier anlässlich des Projektabschlusses zu kommen. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen. Beginn ist um 20 Uhr. Werden Sie dort sein? Was für Kopfschmerzen und warum bin ich nicht zu Hause? Erst bin ich angekommen, habe die Drosers getroffen, ein bisschen gegessen und getrunken und dann... Fußball. Ich sehe nur Fußball. Hallo? Vielleicht ist es ein Traum. Okay, wir sollten uns umsehen. Wie Anna mir gesagt hat, es gibt aus jeder Situation einen Ausweg. Die Hauptsache ist, man schaut aus einem anderen Blickwinkel auf die Dinge oder auf den Fußball. Ja, das war leider super schnell weg. Schubladen. Es gibt Schubladen mit einem Schlüssel verschlossen. Dass die Horror-Games von heute alle so eine merkwürdige Optik haben, was die Sicht angeht. Irgendwie alles so ein bisschen... Ja, hier ist es nicht Fischei, aber alles so merkwürdig weit entfernt. Es amüsiert mich, wie die Kindheit zu meinem Zuhause geworden ist. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ist es, als würde ich eine neue Lektion für mich selbst lernen. Selbstbewusst zu sein, ich war früher sehr freundlich und diese Freundlichkeit... Oh, diese Freundlichkeit. Ich frage mich, wie ich noch am Leben sein kann. Oder vielleicht lebt... Er gar nicht mehr, aber das Selbstvertrauen, oh verdammtes Selbstvertrauen, es lebt noch. Hä? Ich verstehe die Texte auch nicht, die sind sehr, sehr speziell übersetzt. Ein Ring. Okay, der hat sogar gefunkelt. Ist der wichtig für den Plot von Ifu? Für den genialen Ifu-Plot? Okay, wir brauchen einen Dietrich. Wo könnte denn so ein Dietrich sein? Drehen, vergrößern. Da wirklich reinzoomen können wir nicht. Der Fußball, der wurde so hervorgehoben. Mein Freund liebt es, Bälle zu sammeln. Es ist schade, dass wir aufgehört haben, miteinander zu kommunizieren. Oh, Artyom, ich muss irgendwann mal mit dir spielen. Er ist also ein leidenschaftlicher Ballsammler. Kann man sich ducken? Ja. Ah. Geplündert. Dietrich. Kann ich jetzt hier die Schatulle vielleicht damit öffnen? Schlüssel erforderlich. Kann der kaputt gehen? Weil wenn ja, hätten wir ein ganz schönes Problem. Boah, der will's aber ganz genau, du. Dankeschön. Schmutziger Boden. Ey, ich muss echt verdammt groß sein. Ich meine, guck mal, ich bin so groß wie die Tür. Verschlossen. Wandere ich umher und suche wieder irgendwelche Schlüssel. Oh, ein Feuerzeug. Inventar. Wie gehe ich ins Inventar? Mit Tab. Geht das leer? Verwenden, kombinieren. Alter, was habe ich denn hier für Nudelarme? Ich war mir nicht immer sicher, dass Chirurgin mein Beruf ist. Es war schwer für mich, die Gesichter der Menschen und ihre Hoffnungen zu sehen. Schließlich sind unsere Hoffnungen manchmal stärker als die Realität. Sie können uns in den Wahnsinn treiben. Und eigentlich war ich kein Arzt, sondern ein Mörder. Indem ich den Menschen Hoffnung gab, brachte ich sie... in verrückte Gefühle des Glaubens und das Leiden und des Leidens in Erwartung des Augenblicks. Nun ja, wahrscheinlich sollte es so sein. Okay, also wie gesagt, Story ist sehr, sehr weirdo. Ich bin glücklich. Nein, wirklich, ich bin glücklich. Warum ist meine Bude so versifft? Eine Uhr. Blut ist eine seltsame Sache. Es ist nur ein Pfand, das uns und unsere Organe vorwärts bringt. Aber wir vergessen es getrost, halten es für eine Kleinigkeit, eine Puppe. Was, wenn wir nur ein Mechanismus sind, der das Leben anderer Menschen vorantreibt, nicht unseres? Wenn wir mit jemandem kommunizieren, werden wir noch hilfloser, denn wir haben kein Recht, mit der Einsamkeit fertig zu werden. Immer noch ganz, ganz merkwürdige Texte.
Ey, warum ist der Kühlschrank denn offen? Kann den niemand zumachen? Da geht so ein Gerät kaputt. Alles da drin vereist doch. Noch ein Zettel. Operation. Leiden, Ängste. Was, wenn ich alleine sein will? Allein inmitten des Trubels. Sie werden mich nicht verstehen. Sie werden mich nie verstehen. Verzeih mir. Eine Schüssel. So einen habe ich noch nie gesehen. Was sagt er denn zur Uhr, wenn ich da noch ein bisschen dran rumspiele? Erschreckenderweise. Oh. Okay, wenn ich es weglege, geht das da unten auch weg. Wo bin ich hier, Freunde? Ich habe das Gefühl, dass ich verfolgt werde. Und nein, nicht Menschen, sondern Gefühle. Vielleicht bin ich traurig, vielleicht fühle ich mich aber auch zu gut. Es ist unmöglich, ich weiß, aber Gefühle zu empfinden, hebt dich über dich selbst hinaus. Höher und höher, bis zum Gipfel. Den Gipfel der Freude. Den Gipfel der Freude. Ja, aber das habe ja nicht ich geschrieben. Der Durchgang in den zweiten Stock ist blockiert. Kann ich nicht mit dem Dietrich hier ran? Mit einem Schlüssel verschlossen. Boah, sag nicht, ich muss hier alles irgendwie wieder aufhebeln, in der Hoffnung, irgendwo einen Schlüssel zu finden. Also bis jetzt brauchen wir schon zwei Schlüssel. Was war das eben gerade? Ging da nicht irgendwas? Nee. Küche... Hier ist was. Ich habe mich heute schlecht gefühlt. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und an die Decke gestarrt und von der Zukunft geträumt. Aber gibt es sie? Wir alle leben in der Vergangenheit. Jedes Wort, das wir sagen, bleibt in der Vergangenheit. Sogar jetzt. Wenn ich diesen Text schreibe, bleibt er in der Vergangenheit. Die Gegenwart ist nur ein Augenblick. Anders geht es nicht. Aber wir wissen diesen Moment nicht zu schätzen. Wir reden nur darüber, wie es war und wie es sein wird, nicht wie es ist. Ich gehe jetzt ins Bett. Morgen ist ein Arbeitstag und ich werde kündigen. Okay, wir waren also Arzt, Chirurge, Chirurgin. Eine Schlüsselkarte besitze ich leider auch noch nicht, ne? Was? Das ist ein Einweg, Dietrich? Gibt's hier noch einen? Welcher Mensch hat denn auch tonnenweise Dietriche daheim rumliegen, ha? Huh? Kann man die Schublade hier öffnen? Okay, ich brauche einen weiteren Dietrich. Kann ich irgendwas mit dem Bild machen? Dietrich muss her. Ja gut, habe ich nicht. Die Tür ist verschlossen und verrammelt. Hier gibt es auch nichts. Dann haben wir noch die hier. Nichts. Was ist da unten? Haben wir das hier schon gelesen? Heute war der fünfte Tag, an dem ich eine erfolglose Operation hatte. Mein Chef sagt, es sei nicht meine Schuld, aber er hat Unrecht. Ich habe das Werkzeug nicht rechtzeitig herausgeholt. Oder liegt es wirklich nicht an mir, sondern an etwas anderem? Es war, als hätte man mir die Hand weggerissen. Ich habe gerade die Schwestern rufen hören. Diese Operation ist nicht mehr notwendig. Es macht keinen Sinn. Ich versuchte es, aber offenbar vergeblich. Zu allem Überfluss fand ich auch noch Süßigkeiten in meiner Jacke, die mir meine Tochter hinterlassen hatte. Es tut mir leid, Lola. Okay, ich habe also auch noch eine Tochter und... Oh, da ist ein Schlüssel. Gut versteckt. Geplündert. Alter Schlüssel. Und jo, what the heck? Da war so ein buckliger alter Mann. Quantum? Vielleicht hier? Ein Messer. Ein Teddybär. Soll ich ihn jetzt aufschlitzen oder was? Es ist genauso dumm und seltsam wie das Geschenk, das ich Anna gemacht habe. Sie sind sich ähnlich, sehr ähnlich. Okay, kann ich irgendwas aufschlitzen? Ich habe gefunden ein Messer. Vielleicht kann ich den Ball aufschlitzen? Inventar. Steht irgendwas bei dem Messer dabei? Die
Leben leben kann oder einen neuen Weg öffnen. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Was kann ich denn mit dem Messer machen? Das ist ja auch wieder ein Spiel, das so super kryptisch ist, ne? Die Kartons irgendwie. Kann man. Eigentlich könnte man sie wegräumen. Die Bilder abchecken. Ich habe ein Messer gefunden. Doch für was ist ein Messer gut? In diesem Spiel. Ich weiß es nicht. Die Tüte aufschneiden. Der ist hier in die Wand gelaufen, der bucklige Alte. Kann ich vielleicht als Dietrich-Ersatz? Nee. Ich könnte irgendwas aufschneiden damit. Frage ist nur, was könnte ich damit aufschneiden? Die Bücher. Ist hier irgendwo ein Buch? Die Limo. Erschreckenderweise ticken sie nicht mehr. Sie müssen gute Helfer für ihre einzigen Herren gewesen sein. Ach, guck mal hier. Als ob man den nicht einfach lösen könnte. Ist das Messer jetzt auch direkt kaputt? Blub. Und habe ich noch ein Messer? Nö, das war ein Einwegmesser. Ein brauner Schlüssel. Der hier reingeht. Hallo? Was haben wir denn hier unten? Kugelschreiber, ne? Schwarzer Stift. Höchstwahrscheinlich wurden alle Notizen mit diesem Stift geschrieben. Wie müde bin ich doch davon. Eine Spritze, die aber auch schon irgendwie uralt ist. Da ist ein wenig Flüssigkeit drin. Seltsam, was macht sie hier? Hello? Ist hier irgendjemand? Okay, ich habe einen Stift gefunden. Wie jetzt? Ich brauche schon wieder einen Schlüssel für dieselbe Tür? Alte Spritze. Oh, hier. Glückliche Gesichter nach der Operation. Falsche Freude. Kein Glück. Sie sind alle traurig, dass dass dies geschieht und angespannt von der Atmosphäre, aber sie versuchen, sich vor den Blicken von außen zu schützen, indem sie eine Maske der Täuschung aufsetzen. Aber sie täuschen nur sich selbst und nur sich selbst. Warum wird hier immer alles doppelt geschrieben? Wir waren glücklich. Wir waren glücklich. Es war ein schöner Tag. Ein schöner Tag. Woher kommt auf einmal diese gruselige Melodie? What? Oh mein Gott, eine Zimmerpflanze! Nein! Jetzt wird's aber gestört hier. Warte mal, das ist neu. Hä? Was war das? Ich glaube, ich habe einen riesigen, nackten Penis gesehen. Riesiger, nackter Schwengel. Bams, an derselben Stelle wieder. Furcht. Angst ist eine wunderbare Zeit. Als ich Angst hatte, habe ich mich ein bisschen besser gemacht. Ich traf die Drosier-Brüder und bekam Angst. Sie waren stark und barsch in ihren Aussagen, was sie und mich für diese Welt attraktiver machte. Ich verbrachte meine Freizeit mit ihnen wie mit Freunden und es gefiel mir sehr. Es war beängstigend, aber es war eine interessante und neue Angst für mich. Na, Angst ist geil, ne? Angst ist richtig geil.
Wir alle lieben Angst. Angst, Beste. Ein Angelhaken. Ein interessanter Haken. Der Besitzer des Hauses anscheinend mag es zu fischen. Ich liebte auch als Kind. Wie gerne würde ich jetzt zu meiner Familie gehen. Was ist das denn da hinten? Das Schloss des Grafen. Okay, hier rennen irgendwelche komischen Gestalten in der Bude rum. Ich gehe da mal rein, ja? Ich bin daran interessiert, die kleinen Dinge zu beobachten. Ich oft, wenn ich zur Arbeit gehe, kann ich hängen auf Tauben oder auf den Flug eines Schmetterlings. Ich liebe es, wenn alles schrittweise geschieht. Ich mag es nicht einmal, wahllos Zahlen zu zählen. Deshalb habe ich Mathe gehasst. Alles sollte seine Ordnung haben. Aber Mathe ist doch das logischste Fach überhaupt. Manchmal macht mir das sogar Angst, aber nicht deswegen. Heute habe ich 3 Operationen durchgeführt und sind alle gut verlaufen, obwohl ich aus irgendeinem Grund zum ersten Mal mit Angst konfrontiert wurde. Ich weiß nicht, warum, aber es war ungewöhnlich. Ich habe beobachtet Vogel am Himmel. 4 Augen. Unheimlich, sie schauen direkt in die Seele, aber sie scheinen freundlich zu sein. Okay, da muss ein langer, langer Code rein. Zwölf ist meine unbeliebteste Zahl. So viele Operationen habe ich unter dem kritischen Grad durchgeführt. Und erfolgreich abgeschlossen. Warum die Ungeliebten? Ich wusste nicht, was als nächstes auf mich wartet hätte. Für mich waren sie alle leicht. Ich trainiere gerne an den schwierigen Dingen. Aber wenn ich merke, dass ich diesen Menschen das Leben gerettet hatte, bedeutet das, dass ich ihnen die Chance genommen hatte, wirklich frei zu werden. Vielleicht hatte ich den Frieden gestört oder umgekehrt. Ich hatte es besser gemacht. Vielleicht nur besser. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Die 13 ist meine Lieblingszahl. Aber warum? Die Antwort liegt, glaube ich, auf der Oberfläche. Okay. 13 und 12. Heute haben mich die Brüder Drosserie zu einem Spaziergang eingeladen. Es war ein geschäftliches Treffen. Sie waren auf der Suche nach einem Chirurgen für ihre Freundin. Sie hatten den Wunsch, eine perfekte Geburt durchzuführen. Aber ich war einverstanden. Das war für mich nicht wirklich schwierig. Außerdem wurde das Mädchen 25 Jahre alt. Und ich würde sie nicht beruhigen müssen. Okay, wir haben jetzt ein paar Zahlen. Daraus soll ich einen Code basteln, oder was? 25, 12, 13? Merkwürdiger Hut. Ich erinnere mich, wie ich als Kind gerne Hüte trug. Man nannte mich scherzhaft und, um mich zu verletzen, einen alten Mann, aber das hat mich nicht gestört. Es war eine tolle Zeit. Ah, so ein richtiger Australierhut. Hm. 25, 12, 13. 4, 25, 12, 13. Boah. Da waren noch 4 Augen drauf. Waren da 3 Augen drauf? Ne, waren 4 Augen drauf. Ich dachte, die Augen hätten irgendwie eine Rolle. Oder war irgendwas hier? War da eine Zahl drin? 3 Operationen. What the what? Here we go, oder was? Das alles für eine Taschenlampe? Was nun? Der Weg nach oben frei? Der Weg nach oben ist natürlich frei.
Oh. Ich soll also nach oben gehen. Noch mehr Türen. 4193. Eine Sicherung liegt hier rum. Noch eine Sicherung. Und noch eine Sicherung. 4319. Probieren wir es. 4319. Das war ziemlich easy. Eine fehlt aber noch. Und die ist jetzt super schwer zu finden. Nein, ist sie nicht. Ah, besser. Deutlich besser. Dann nehme ich doch lieber wieder mein kleines Feuerzeug hier, oder? Aber auch immer irgendwie. Vergiss nicht zu spülen. Ich spiele aber auch immer die merkwürdigsten Games. Verdammt seien die Drosery-Brüder. Ich hätte mich nicht mit ihnen in Verbindung setzen sollen. Sie sind zu etwas anderem geworden. Sehr seltsam. Es ist, als hätte ich aufgehört, ein Freund zu sein. Was haben sie dir denn angetan, Alter? Die Brothers from another mother. Hey! Igor! Gott, ist der schnell. Kerze. Halte. Ah. Boah, Alter. Schatztruhe. Okay, ich zünde mal die Kerzen an. Heute haben wir Verstecken gespielt. Papa hat mich zweimal gefunden. Dann kam Mama und war sauer auf uns. Sie ist wahrscheinlich eifersüchtig auf mich, weil sie nicht mit uns gespielt hat. Ich werde ihr morgen ein Geschenk geben. Ich glaube, es wird ihr gefallen. Oh, Lola, mein Mädchen, du bist jetzt weit weg, aber ich erinnere mich immer an unsere Zusammenkünfte. Du hast mit Puppen gespielt und ich habe dich schweigend, aber mit der gleichen kindlichen Freude angeschaut. Es tut mir leid, dass ich keine Zeit hatte, dir dieses Geschenk zu geben. Ich weiß, dass du sie dir schon lange gewünscht hast. Und sag deiner Mutter, dass ich sie liebe, okay? Sie wird mir nicht glauben und auf ihrem Standpunkt beharren, aber ich würde alles geben, um eure Augen zu sehen. Sie sind sich so ähnlich. Ich erkannte, dass ich mein Leben verlor, als ich anderen das Leben gerettete. Mit Liebe, dein Vater ist ein Arzt. Hä? Mit Liebe, dein Vater ist ein Arzt. Nur damit du es weißt, Kind. Na, ich bin Arzt. Ich habe meiner Mutter ein Geschenk gemacht. Es hat ihr gefallen. Aber Papa kam so spät nach Hause und sie stritten sich lange in der Küche. Ich war erschrocken. Mein Vater war immer nett und jetzt wurde er plötzlich wütend. Mama weint. Das ist wahrscheinlich meine Schuld. Ich besuche meinen Vater oft in der Werkstatt und er hat meine Zeichnungen gefunden. Okay, warum haben wir jetzt hier Kerzen angemacht? I don't know. Einfach mal so ein paar Kerzen anmachen. Manchmal habe ich Angst, den Raum zu verlassen. Papa kommt wütend von der Arbeit nach Hause und hat normalerweise keine Zeit für mich. Das ist noch nie passiert. Warum passiert das? Liebt er mich nicht? Ich wusste nicht, dass mein in seiner Werkstatt im Keller nicht spielen darf. Kellerwerkstatt, da müssen wir hin. Papas Kellerwerkstatt. Wer hat denn Keycards daheim? Jetzt mal ganz im Ernst. Also, gibt es irgendjemand da draußen, der ein Zuhause hat mit Schlüsselkarten? Brauner Schlüssel. Du hast den braunen Schlüssel wiedergefunden. Welcher Mensch hat bitteschön Schlösser mit Schlüsselkarten daheim? Richtig, niemand. Ach, jetzt lädt's nicht mehr. Ist alles wieder zu. Gab's ja noch irgendwo eine
überhaupt eine Tür? Also hier schon mal nicht. Hier war Badezimmer. Hier brennt jetzt auch... Hat die Kerze schon immer gebrannt? Ich mach mehr Kerzen an. Ich mach's romantisch für den Killer. Vielleicht kommt er dann raus. Hey, Killer! Ich mach's romantisch. Guck mal. Wir können uns lieben. Im Kerzenschein. Okay, ich habe einen braunen Schlüssel gefunden. Gibt es irgendwie mehr Informationen dazu? Zur Wissenschaft öffnet. Zur Wissenschaft, okay. Guck mal, hier noch eine Kerze. Noch eine. Ah! Wir gehen raus. Oder was ist das? WTF? Okay, das ist... Was zur Hölle spiele ich hier schon wieder? Leute! Hallo? Ist hier die Wissenschaft? Abgeschlossen. Offen. Okay, ich glaube, ich brauche die Taschenlampe. Die gibt ein bisschen mehr Licht her. Ich bin müde. Am Anfang war ich gerne ein Bandit, aber was sehe ich jetzt? Probleme, Ängste und Anna, die versucht, Jackson wieder zum Leben zu erwecken. Und es scheint ihr zu gelingen. Das macht mir Angst. Wer weiß, was in einem Toten vorgeht. Ted hat sich den rechten Arm gebrochen und das Bein geprellt. Und jetzt muss ich alleine mit dem handeln, der gegangen ist. Ich muss Alexander morgen anrufen, solange es nicht blöd aussieht, aber wenn dein Bruder sich das Bein verletzt hat, nur weil er ausgerutscht ist, ist das blöd. Frank. Ich frage mich... Okay, ich kann sie nicht mehr bewegen. War das richtig? Ach, hier sind auch noch welche. Ha. Huh. Okay, irgendein Schalterrätsel. Texte sind so wack, ne? Frank ist in die Stadt gefahren. Ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, mit einer Hand zu schreiben, aber es ist immer noch unangenehm. Ich habe Angst vor Anna. Wir haben viele schreckliche Dinge getan, aber das ist die Spitze unserer Möglichkeiten. Wir müssen uns bedeckt halten. Ich werde Frank davon erzählen, wenn er hier ist. Ted. Wie viele Leute es auch sind. Ted, Frank, Anna, Jackson, Johnny Jackson... Ronny McGurkensecken. Ah. 4313. 4313. Das haben wir auch. Yo. Das haben wir hier. Was erreicht? Kann man den Knopf drücken? Jetzt ist hier drin Licht. Ah! Was war das hier? Intervention? Alexander, wie dumm und naiv er doch ist. Ich weiß nicht einmal, wer sich zu einer Firmenfeier wegen eines erfolgreichen Projekts hingezogen fühlen könnte. Er tut mir sogar ein wenig leid. Zum ersten Mal empfinde ich ein Gefühl des Mitleids. Jackson sagte vor seinem Tod, Mitleid ist das letzte Gefühl, das ein Mensch im Leben fühlen sollte. Es wird dich vor dem Tod töten. Ich stimme ihm zu, Frank. Ich blick die Story auch irgendwie null. I don't know. Frank ist weg. Meine Folter wirkt. Er kam, um mich zu trösten und mir zu sagen, dass ich verrückt sei. Aber es ist genauso dumm wie sein Bruder Ted. Er ist genauso dumm wie sein Bruder Ted. Ich bin zufrieden mit meinen Fortschritten. Ted hat Angst vor mir, aber er bleibt bei mir. Wenigstens einer von ihnen kann denken, Anna. Okay, Anna
Metzger dann irgendwas rum und macht hier Frankensteins Monster, oder wie soll ich das verstehen? Das ist irgendwie auch kein Horror... Das ist irgendwie auch kein Horrorspiel, was ist das? Rote Schlüsselkarte. Ich sammle auch irgendwie dieselben Sachen immer wieder in jeder Etage ein. Es gibt keine Möglichkeit, dass Frank zu uns zurückkommt. Und das beunruhigt mich. Ich sitze allein in einem Raum und alles um mich herum scheint auf mich zu drücken. Es wird leichter für meine Hand, aber anscheinend nicht bis zum Ende. Anna ist verdächtig still und kommt nicht zu mir. Immer mehr seltsame Gedanken gehen mir durch den Kopf, aber ich versuche, nüchtern zu denken. Anna kann uns nichts verraten. Es ist ein echt... Das ist positiv bewertet, ja? Also ich gucke immer natürlich so... Ist es positiv... Ist es positiv bewertet? Aber darauf kann sich ja null verlassen. Ja, hurra, ich habe es endlich. Ich kann es nicht glauben. Jackson ist am Leben. Naja, wie lebt er denn? Er ist so etwas wie ein Geist geworden. Ich verstehe, dass sie darüber in den dummen Büchern schreiben und es in den Filmen zeigen, aber ich habe es live gesehen. Es ist so gut, dass er in den letzten 3 Monaten Notizen in seinem ramponierten Notizbuch geschrieben hat. Er hat buchstäblich zurück von sich selbst in ihn hinein... Er hat buchstäblich ein Stück von sich selbst in ihnen hinterlassen. Ich kann mit ihm kommunizieren. Ich sehe ihn, aber er ist anders geworden. Er ist gewalttätiger und stärker geworden. Es kann als mentale Folter verwendet werden. Man muss denken, denken. Anna. Mhm. Oh, Anna. Okay, die haben hier Jackson zum Leben erweckt. Ich habe Jackson wieder zum Leben erweckt, aber es gibt ein großes Problem. Er kann nicht leben ohne das, was von ihm übrig ist. Es ist selbst für mich seltsam, aber ich werde seine Sachen aufnehmen und Instrumente nicht mit... Was? Seine Sachen aufnahmen und Instrumente nicht mitnehmen, sondern zu Hause lassen. Die Person, die sich hier einfindet, wird unter dem Gefühl leiden, dass jemand im Haus ist. Wie schön ist es für mich zu erkennen, dass dieser jemand Alexander ist. Ted schleppt ihn wahrscheinlich schon ins Haus. Das Komische ist, dass ich das Opfer nicht zu fesseln brauche. Sie wird sich selbst fesseln. Ich gehe in die Stadt, ich muss ein paar Sachen abholen und weitere Pläne für die Zukunft machen. Für eine offene und mutige Zukunft. Das Buch, das Jacksons Seele versiegelt hat, wird im Keller bleiben. Ich werde es später abholen. Auf Wiedersehen, mein Tagebuch, deine Anna und deine Ifu. Wer zum Geier ist jetzt meine Ifu? Und warum ist das ein Buch über Affen? Hallo? Ist da jemand? Moment, das war jetzt das ganze Spiel, oder was? Das war Ifu. What? Und sowas ist gut bewertet? Das war ja mit... Oh, da kommt da jetzt noch was. Ist das jetzt der Anfang? Das war der extrem langweilige Prolog, bis jetzt hier richtig zur Sache geht. Jetzt scheppert's richtig, Freunde. Ifu, was zum Geier ist Ifu? Moment. Nö, das war's. Alter, was war das denn bitteschön für ein grauenhaft schlechtes Spiel? Wirklich, eure Meinung, vielleicht liege ich auch komplett falsch, bitte korrigiert mich, bitte sagt mir, ist Ifu eigentlich der hotte Shit und ich hab's nicht verstanden, dann schreibt hotten Shit in die Kommentare, ist ein geiler Hashtag, ich weiß nicht, Hashtag warmer Pudding, das steht auch für hotten Shit, das ist ein bisschen YouTube-freundlicher, Hashtag warmer Pudding, wer Ifu verstanden hat, ich hab's nicht, ich bin zu doof dafür, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ja, beenden Sie, auf jeden Fall.